Liebe Zuschauer, kennen Sie das auch zu Hause? Sie wollen noch schnell etwas holen, laufen die Treppe hoch oder hinunter und schwupps ist es passiert. Sie sitzen im besten Fall auf dem Popo, im schlimmsten Fall sind Sie die komplette Treppe hinuntergefallen. Das Thema Treppensicherheit ist heute ein wichtiges Thema unserer Sendung und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Alle weiteren Themen der heutigen Sendung jetzt im Überblick. Halt auf der Treppe, wie Handläufe Unfälle vermeiden und Leben retten können. Hecken schneiden im Winter, warum der letzte Schnitt noch im Februar erfolgen sollte. Und schneesicheres Dach, welche Unterschiede gibt es bei Schneefängen und wann sind sie Pflicht? Wer heute neu baut, hat einiges zu beachten. Energieeffizienz, Barrierefreiheit und so weiter. Was oft unterschätzt wird, ist die Treppe. Denn auch hier steht die Sicherheit an erster Stelle. Was Sie beim Bau alles beachten sollten, sehen Sie im folgenden Beitrag. Vor 3 Jahren ist Heinrich Sauter mit seiner Familie in ein neues Haus gezogen. Bei der Planung ist er davon ausgegangen, dass die Wand als Haltemöglichkeit an der Treppe ausreicht. Bis zu dem Tag, als der 64-Jährige plötzlich stürzte. Da bin ich dummerweise auf der obersten Stufe gestolpert und bin rückwärts die ganze Treppe nach unten geflogen oder gefallen und habe mich aber Gott sei Dank nur ganz leicht verletzt. Heinrich Sauter hat Glück gehabt. Laut Statistik sind rund 160.000 Oberschenkelhalsbrüche und mehr als 1.000 Todesfälle auf Treppenstürze zurückzuführen. Über die hauptsächlichen baulichen Mängel gibt es klare Untersuchungen. Das ist die fehlende Beleuchtung. Es sollten überall Stufenmarkierungen an der ersten und an der letzten Stufe sein, dass man erkennt, wo die Treppe beginnt. Und gleichzeitig beidseitige Handläufe, vor allem Handläufe an der Wandseite außen, wo die Stufen breiter sind. Zudem sollten die Stufen bestenfalls kontrastreich abgesetzt sein. Setzstufe und Trittstufe sollten wie hier bündig abschließen. Hängt die Trittstufe über, besteht die Gefahr, die Treppe hochzufallen. Wer wie Heinrich Sauter keinen Handlauf an der Treppe hat, kann dies meist ohne Probleme nachrüsten. Die Kosten dafür übernehmen in manchen Fällen sogar Pflege- oder Krankenkassen. Wir haben ja hier an der Wand, kann man das ganz einfach nachrüsten, einen Handlauf. Da oben haben wir so eine Situation, dass irgendwie der Handlauf unterbrochen werden musste wegen dem Fenster. Hätte man jetzt den Handlauf gleich eingeplant, hätte man sicher das Fenster nicht so tief gezogen. Während im privaten Bereich der Bauherr entscheidet, ob er einen Handlauf anbringen möchte oder nicht, sind die Vorschriften im öffentlichen Bereich klar geregelt. In Baden-Württemberg beispielsweise seit 1996 müssten alle öffentlich zugänglichen Gebäude barrierefrei sein, das heißt also auch mit beidseitigen Handläufen. Im privaten Bereich ist ein Handlauf grundsätzlich vorgeschrieben. Wer als Hausbesitzer einen Handlauf nachrüstet, sollte vor allem eines beachten. Was wichtig ist, was ich beachten muss beim Handlauf, dass ich runde Griffe habe und keine kantigen. Also so ein Flachstahl, das man öfter sieht, ist einfach unglaublich unangenehm anzufassen. Und wenn ich auf einen Handlauf angewiesen bin und ich ziehe mich so die Treppe hoch, dann schneidet mir das einfach in den Händen ein und das tut weh. Auch wenn Hauseigentümer selbst entscheiden können, ob ein Handlauf angebracht wird, sollte der Architekt in jedem Fall darauf aufmerksam machen. Für Heinrich Sauter war nach seinem Sturz sofort klar, dass er für seine Sicherheit auf einen Handlauf nicht mehr verzichten will. Seit ich den Handlauf habe, benutze ich auch regelmäßig und ich bin mir sehr sicher im Gehen rauf und runter. Also ich würde immer wieder empfehlen, einen Handlauf sofort und nicht erst nach einem Unfall installieren. Liebe Zuschauer, Sie sehen nun, wie wichtig Handläufe an Treppen wirklich sind. Alle weiteren Neuigkeiten aus dem Bereich Bauen und Wohnen jetzt im Nachrichtenüberblick. Nach einer Kündigung muss die Miete bis zum letzten Monat bezahlt werden. Die Mietkaution kann nicht mit der Miete verrechnet werden. Ein Aufrechnen während des laufenden Mietverhältnisses ist unzulässig. Der Grund, die Kaution sichert Vermieteransprüche aus der gesamten Mietzeit. Dazu gehören auch Schäden beim Auszug oder Forderungen aus Betriebskostenabrechnungen, die erst nach Monaten kommen. Bis Mieter die Kaution tatsächlich zurückfordern können, vergehen mitunter Monate.
Beim Renovieren, Sanieren oder Abreißen entsteht Bauschutt. Der Großteil davon kann bei örtlichen Recycling- oder Wertstoffhöfen abgegeben werden. Einiges darf auch in den Rest- oder Hausmüll. In einigen Bundesländern und Gemeinden gelten individuelle Vorschriften für die Entsorgung von Bauschutt. Welche Sonderfälle oder Ausnahmen gelten, kann beim zuständigen Amt für Abfallwirtschaft erfragt werden. Auch ein sogenanntes Abfall A bis Z informiert online oder als Broschüre, welcher Müll wo entsorgt gehört. Allgemein fällt weniger Bauschutt an, wenn man beim Bauen sparsam plant und einen Überfluss an Material vermeidet. Will ein Vermieter seine Wohnung selbst nutzen, kann er den Mieter nicht ohne Angabe von nachvollziehbaren Gründen kündigen. Bei der Wahl der Gründe hat der Vermieter wiederum großen Spielraum. So wird zum Beispiel anerkannt, wenn ein Kind des Vermieters die Wohnung nutzen will oder wenn der Vermieter die Wohnung zur beruflichen Nutzung benötigt. Bei einer Eigenbedarfskündigung muss der Mieter nicht gleich am nächsten Tag ausziehen. Bei einer Mietdauer von bis zu 5 Jahren beträgt die Kündigungsfrist 3 Monate. Lebt der Mieter schon länger in der Wohnung, erhöht sich die Frist. Bei bis zu 8 Jahren auf 6 Monate, bei mehr als 8 Jahren auf 9 Monate. Pulverschnee und Sonnenschein, das ist wirklich ein schöner Wintertag. Für Ihr Dach ist Schnee jedoch auch eine Last. Wie wichtig ein Schneefang ist, zeigen wir Ihnen nach einer kurzen Unterbrechung. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Brauchen Sie einen Schneefang oder brauchen Sie keinen? Dachlawinen sind nicht nur für die Autos gefährlich, sondern auch für die Personen. Welche Vorschriften es wirklich gibt zum Thema Schneefang, sehen Sie im folgenden Beitrag. Schnee kann eine große Last sein. Etwa 10 cm Pulverschnee wiegen rund 10 kg pro Quadratmeter. Gleich hoher Nassschnee kommt auf rund 40 kg und Eis belastet ein Dach sogar mit gut 90 kg pro Quadratmeter. Die baden-württembergische Landesbauordnung schreibt daher gesetzlich vor, dass öffentliche Verkehrswege abgesichert sein müssen. Öffentlich sind alle Bereiche, wo eben auch öffentlich jemand hinkommen kann. Also der Postbote, der zu mir zur Haustüre kommt und über mein Grundstück läuft, läuft dann öffentlich über mein Grundstück. Also auch den Bereich muss ich sichern. Es sind nicht nur öffentliche Straßen gemeint. Schneefänge sorgen dafür, dass keine Passanten oder Gegenstände durch abgehende Dachlawinen zu Schaden kommen. Allerdings sind die Kriterien dafür regional unterschiedlich. Wer neu baut, sollte sich über die in der Gemeinde festgelegten Bestimmungen informieren. Durch die veränderten klimatischen Bedingungen sollten Schneefänge bei bestehenden Gebäuden nachgerüstet werden, wenn neuere Berechnungen dies empfehlen. Welcher Schneefang fürs eigene Dach geeignet ist, kann beim örtlichen Dachdeckerbetrieb nachgefragt werden. Es gibt zum Beispiel Schneefanggitter, die aus Blech oder beziehungsweise Metall hergestellt werden. Es gibt Schneefangsysteme speziell abgestellt für das Ziegelmodell, das auf dem Dach liegt. Dann gibt es Schneefangsysteme, die eine Grundplatte haben, wo die Stütze dann die Last aufnimmt. Es gibt im alpinen Bereich Rundhölzer, die eingelegt werden, oder speziell alpin Schneefangsysteme. Welche Variante die beste ist, hängt immer auch vom Ziegelmodell sowie der Höhe der Traufe ab. Was alle Schneefänge gemeinsam haben, schöner machen sie das Dach nicht. Dafür bietet der Markt aber mittlerweile Lösungen. Je nach Dachform kann man eben auch mit Schneestoppnasen arbeiten, die dann in der Fläche verteilt werden und kombiniert werden mit den Systemen, die im Traufbereich montiert werden, sodass es nicht mehr ganz so auffällig ist. Ein Schneefang lässt den Schnee auf dem Bereich direkt vor der Traufe stauen. Schneefanghaken über das Dach verteilt sorgen dafür, dass der Schnee gleichmäßig auf dem Dach abschmilzt und verhindern so einen Schaden durch zu große Schneelast. Grundsätzlich vorgeschrieben sind Schneefang und Schneefanggitter bei Dächern, die eine Dachneigung von 45 Grad oder mehr haben. Bei steileren Dächern besteht die Gefahr natürlich mehr, dass der Schnee schneller zum Rutschen kommt. Deutschland ist in verschiedene Schneelastzonen auch eingeteilt. Das heißt, es wurden überall höhere Schneelasten angenommen und auch dementsprechend werden die entsprechenden Systeme dann auch, sollten dann dort verbaut werden. Wer also bislang noch keinen Schneefang hat, sollte sich für den nächsten Winter jetzt schon informieren. Denn ist der Schnee erstmal da, kann so etwas womöglich großen Schaden anrichten.
Vergangene Woche haben wir in den Nachrichten über das Thema Gartenarbeit im Winter berichtet. Aufgrund der großen Resonanz zum Thema Heckenschneiden haben wir uns nochmal mit einem Experten getroffen und gefragt, wann und wie lange dürfen Sie wirklich schneiden? Auch wenn derzeit noch überall mehr oder weniger Schnee liegt, die Gartensaison ist nicht mehr weit. Manch einer könnte jetzt darüber nachdenken, dass vor allem die Hecke bis dahin noch einen Neuschnitt vertragen könnte. Langläufig bekannt ist, dass dies im Zeitraum von Oktober bis Februar geschehen muss. Ab März verbietet es das Naturschutzgesetz. Das Bundesnaturschutzgesetz regelt in § 39 einheitlich, bundeseinheitlich Schnitt- und Fellmaßnahmen sind da verboten vom 1. März bis 30. September. Das betrifft aber unsere Privatgärten Gott sei Dank nicht. In Privatgärten sind Schnitt- und Fellarbeiten an Bäumen generell möglich, solange keine Nistplätze oder Brutstätten vorhanden sind. Radikal gestutzt oder gerodet werden dürfen Hecken, Gebüsche oder Schilfe allerdings nur noch bis Ende Februar. Wenn ich jetzt Heckensträucher komplett runterschneiden will, auf Stock setzen will oder roden will, dann sollte das jetzt geschehen bis Ende Februar aufgrund der Naturschutzgesetze. Im Zweifelsfall, wenn es unter dem Jahr geschehen sollte, müsste man eben die zuständige örtliche Naturschutzbehörde kontaktieren. Das Verbot dient dazu, Brut-, Nist- und Lebensstätten vieler Tier- und Pflanzenarten zu schützen. Erlaubt sind allerdings Maßnahmen wie die Entfernung des Jahresaustriebs sowie Form- und Pflegeschnitte. Ein Blick auf das Thermometer lohnt sich dabei. Hecken sollten nur bei Temperaturen von bis zu 5 Grad minus geschnitten werden. Ist es kälter, schadet ein Schnitt den Pflanzen. Wir hoffen nun, alle Fragen zum Thema Gartenarbeit im Winter beantwortet zu haben. Das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Kommende Woche ein Thema Metallfassade, der neue Trend. Bis dahin Ihnen eine schöne Woche, einen schönen Abend. Tschüss.